Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Aber das ist nicht das Thema. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der ist geil in der Stadt, genutzt werden, keine Runde Let's Unboxing mal wieder, weil ewig nicht mehr gekommen ist. Habe ich gesagt, okay, machst du mal wieder was? Und wir haben eine Mega-Tin von Yu-Gi-Oh! Konami, original verschweißt und sowas. So, hier einmal hier, schön alles, Mega-Tin. Keine Ahnung, ein bisschen größer als die normale Tin-Box. Vielleicht kann ich das mal gerade ein bisschen hier und dann nochmal ein bisschen hier. Aha! Machen wir mal fest, ne? So, das Feste. Total professionell als. Eine normale Zinn. Das ist eine normale Zinn. Das ist die neue Zinn. Ein bisschen größer, aber von höher gleich. Und gibt es einmal einen Bruderschaft der Feuerfaust und einmal hier mit Bujin, Susano. Und wir versuchen mal reinzugucken. Ab! So. Ja, ich habe schon ewig kein Unboxing mehr gemacht, deswegen. Weil ich jetzt gerade irgendwie keine Lust habe, Let's Play auszunehmen, habe ich mir gedacht, dann müssen wir das jetzt mal gerade auf. Mal trotzdem noch ein Video zu zeigen. Und tada! Wir haben ziemlich wenig drin. Aber Hauptsache es ist ein paar Prozent größer, 12 oder 20 Prozent, keine Ahnung, was das für eine Zahl war. Und wir haben hier drei Mega-Booster mit den Promokarten. Bungitei Susanoo-wo. Susanoo-wo? Susanoo-wo? Das machen wir mal auf. Und haben dann als Promokarten in der Dingens-Variante, hier, wie heißt es nochmal? In der. Ach. Keine Ahnung. Es gibt eine neue Variante und das ist die jetzt halt einfach. So. Bujintei. Man sieht also im Rand hier auch nochmal mit Glitzer. Das ist das Gegenteil zu dem Gold Rare gewesen. Aber ich komme nicht mehr. Platin. Jetzt habe ich es. Platin. Dann haben wir einmal drin Bujingi-Kranich und einmal Erzunterwäldler Kommandant. Beide in Super Rare. Sind in allen gleich im Endeffekt. Allen gleich, in Tins sind sie alle gleich. Also sprich in allen Tins von Bujin. Ich will mir ja immer noch ein Deck dazu zusammenstellen. Nur mein Kollege kriegt es einfach nicht hin, immer die Karten so zu senden. Das sind jetzt einfach jetzt die. Dann haben wir drei Booster. Mega-Tin-Booster. Und in jedem befinden sich 16 Karten. Und da sind von allen bisherigen erschienenen Boostern die besten mit drinne. Du kannst dir, soweit ich weiß, ein komplettes Bujin-Deck hier raus basteln. Ein komplettes Geisttrick-Deck. Und ein graue Feuerfaust, also Bruderschaft der Feuerfaust, kannst du komplett da zusammenstellen. Und es gibt viele Mecha-Phantom-Ungeheuer, worauf ich natürlich auch ein bisschen scharf bin. Vor allem, es gibt da wirklich Draco-Sack, wie da auch mal ausgesprochen wird, was mega sweet ist, weil da fucking teuer ist. Den gibt's jetzt hier halt in Klammern hinterhergeschmissen. Und da haben wir gleich das erste Mecha-Phantom-Ungeheuer. Mecha-Phantom-Ungeheuer, Karl Greif. Hatte ich noch nicht. Das ist sehr gut. Dann haben wir maskiertes Chamäleon. Auch in Super Rare. Unermüdlicher Boxergeist. Auch in Super Rare. Und Bruderschaft der Feuerfaust Kardinal. In Secret Rare. Dann haben wir Bujin Insignien. Das Juwel. Gorgonischer Ghoul. Feuerfaust. Fechtendes Feuerfrettchen. Risebel. Der Sternbeeinflusser. Danke.
Mecha von Dummer, Tarnkappenrochen habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Unermüdlicher Boxer Kopfschutz, unermüdlicher Boxer Switch-Hitter, Feuerkönig Avatar Garunix, Feuerformation Kaio, Weißer Drache Lindwurmstrahl, ach schön, Abusschuppe der Mutsichi und ein Bosheitsfresser Löffel. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier die Super Rare und die Secret Rare und hier die normalen. Es muss unbedingt ein Mecha Phantomungeheuer dabei sein, also sprich Dragosack, weil der ist fucking gut. Den gab's so selten bei uns. Grabwächter Ketzer, oh, da wird sich Dingens sehr drüber freuen. Genomix Kämpfer, ein Cherubime, Prinzessin der Herbstblätter und Bruderschaft der Feuerfaust Coyote. Was will ich mit den ganzen Bruderschaft der Feuerfaust? Gedankenanzug, Magie deutsche Kykolade, Interplanetarer lila stacheliges Ungeheuer, Mecha von Drum Ungeheuer, Koltflügel, König der wilden Kobolde, Geistertrick Skelett, Drehaugen Schlagzeugdrache, Bujing Insignien das Schwert, Bruderschaft der Feuerfaust, Phantom und Geistertrick erschrecken und Kujakujaku. Kuja oder sowas, keine Ahnung. So, das letzte. Das letzte! Es muss nicht eins drin sein, sonst kriegt die Kratze, Leute. Ohne Witz. Huch, das ist ja ein Rare. Habe ich denn als Versehen die ganzen Rares mit reingeschmissen? Tatsache, habe ich. So. Muss ja alles seine Unordnung haben. Ordnung haben. Und hier halt die Rares. Ich weiß nicht wieso, aber ich mache immer so hier beim letzten Booster. Ich dann immer hoffe, dass da sich das alles durchmischt und dann wieder richtig gut dabei rauskommt. So. Einmal am Anfang haben wir, man sieht ja gar nichts, Nummer 64, Ronin Waschbär Sandoyai. Sandayu. Grabwächter Adliger. Grabwächters Adliger. Magi deutsche Pfannkuchen. Und Secret? Na. Grandmark der Megamonarch. Okay, den brauchen wir gar nicht, ey. Schattenhorror Ghoul. Geistertrick Yeti. Geistertrick Villa. Legendärer atlantischer Tridon. Bujing Ophidian. Schattenhorror U-Form. Gila Gelanzenträger. Jetzt habe ich es. Gedankenentzug. Bruderschaft der Feuerfaust Leopard. Interplanetarischer blablabla, Mecha Phantom Schwarzfalk und wilder König des wilden Kobolds. Rare, super rare, secret rare. Für mich jetzt nicht unglaublich wirklich viele interessante Karten dabei, vor allem nicht die gewünschte. Schade eigentlich, das heißt, ich muss mir nochmal so einen Megatin-Kack holen. Naja, es sind wirklich richtig gute Karten mit dabei. Leider bei mir jetzt nicht. Wirklich unbedingt. Wir haben halt hier die normalen, ne? Haben wir jetzt durchgegangen, dann haben wir nochmal jetzt hier die drei Promos. Nochmal zum Durchlaufen. Das ist Platin und dann hier zweimal Super Rare. Als Rare haben wir Nummer 64 Ronin Waschbär Sandayu, Mecha Phantom Ungeheuer Kahlgriff und Grabwächter Ketzer, also Grabwächters Ketzer. Dann haben wir hier Magi Deutsch Pfannkuchen, Grabwächters Adliger, Genomix Kämpfer, Cherubime, Prinzessin der Herzblätter, unermüdlicher Boxergeist und maskierter Chamäleon. Ich finde maskierten Chamäleon so geil. Ich weiß auch nicht warum. Und als Secret Rare haben wir einmal Grandmark, der Megamonarch, Bruderschaft der Feuerfaust Coyote und Bruderschaft der Feuerfaust Kardinal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schrottet alles in die Kommentare. Und wenn ihr ein paar Karten vielleicht hättet, die ihr tauschen wollt, oder ihr wisst ja, was ich ungefähr brauche, Mecha Phantom und Bujin, interessante halt. Dann schreibt es in die Kommentare. Mal gucken, ob wir uns irgendwie mal einig werden können. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!